Der Regen will einfach kein Ende nehmen, liebe Zuschauer. Und damit willkommen hier in Anfield in Liverpool. Durch das Spiel begleiten Sie Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und wir zeigen Ihnen heute eine Partie am dritten und letzten Vorrundenspieltag bei diesem Vorbereitungsturnier. RB Leipzig gegen Everton. Drittes Spiel in diesem Vorbereitungsturnier. Bisher kann sich das hier alles sehen lassen. Es ist ein begeisterndes Turnier. Das sehen wir ja auch an den Fans. Sie nehmen das gut an, freuen sich, dass sie diese Akteure hier live erleben dürfen. Es ist natürlich etwas, das gab es früher in dieser Form nicht allzu häufig. Diese Turniere vor der Saison mit den großen Namen, mit den großen Stars. Und wenn die das Ganze dann am Ende auch noch ernst nehmen, dann ist das klasse für jeden Fan. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und er hat den Ball. Ihn auf dem Platz sehen zu dürfen, ist immer wieder ein Erlebnis. Der Doppelpack im letzten Spiel wird ihm zusätzlich Selbstvertrauen gegeben haben. Es wird garantiert schwierig, ihn zu stoppen. Dass die richtige Entscheidung war, Fahne ist oben. Und da ist der Ball wieder weg. Christopher Nkunku. Wird das seine Torchance? Kevin Campbell. Chance zur Führung. Ja, geht doch weiter, weil es noch heiß, aber gehört abseits. Da ist die Fahne oben. Boah, da war mehr drin. In der Szene war mehr drin. Das ärgert sie, dass sie das nicht verwandeln konnten. Richarlison. Und die Chance. Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. So, die kurze Variante. Höfi Sigurdsson. Ich glaube fast, da war zu viel Power in diesem Schuss. Sehe ich ganz genauso. Der Ball geht drüber und das wird ihn ärgern. Orban. Kampe. Da zieht er ab. Was für eine Parade. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball, macht sich ganz lang. Riesenaktion. Und man sieht wieder einmal, er ist ein hechtender Klassekeeper. Jetzt der Vorstoß. Townsend. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Da ist die Flanke. Was für eine Parade. Aus dieser Distanz. Starke Szene. Da wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken müssen. Der Ball kommt rein. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Zieht ab. Gulagi, da macht er sich ganz lang. Jetzt der Eckball. Den hat er und damit ist die Gefahr erstmal bereinigt. Aber davor die Parade. Die Wanne. Tor ist leer. Da hat nicht viel gefehlt. Er vertändelt den Ball, aber dann verhindert er doch noch den Gegentreffer. Ja, da kann er jetzt aber erstmal kräftig durchatmen. Danion. Ball ist weg. Sigurdsson. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Sie können nicht klären, sind weiterhin im Bedrängnis.
Dani Olmo. Den Angriff unterbindet er, aber ich vermute, das gibt Gelb. Giri zeigt ihm Gelb. Er hatte einen guten Blick auf die Szene. Das geht, wie ich finde, in Ordnung. Ein guter Block hier. Richarlison. Kein guter Zweikampf. Everton lässt den Ball klasse laufen. Sie bringen den Ball in die Mitte. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Gibt jetzt Einwurf. Sie versuchen es mit frühem Pressing. Nordi Mukiele. Den Schuss verzieht er, keine Gefahr für das Tor. Auf dem Papier müsste das hier für sie laufen, das ist ja keine Frage. Aber wo sind die Chancen? Wo sind die klaren Chancen? Und so ist es eben nur ein Unentschieden. Und das ist der Ballverlust. André Silva. Die gehen dazwischen. Ballverlust. Alan. Tom Davis. Fängt diesen Ball ab. Ganz kurze Nachspielzeit nur. Eine Minute gibt es hier zusätzlich. Und wieder ein Foul. Sieht er jetzt die zweite gelbe Karte? Ball wird hier erstmal geblockt. 0-0 zur Pause. Bisher kein Team mit... Jetzt kann es weitergehen. Leider regnet es aber auch nach wie vor. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Flanke jetzt. Da fängt er die Flanke ab. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Tom Davis. Jetzt können sie den Ball reinbringen. James Rodriguez. Er kann sich durchsetzen. James Rodriguez! Klasse gehalten! Richtig stark gemacht. Verhindert hier ja, den sicheren Treffer. In die Ecke kommt. Erstmal geklärt. James. Höfi Sigurdsson. Sigurdsson! Gefährliche Aktion, aber der Keeper ist da mit einem Hechtsprung. Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Gehalten war aber auch kein Kopfball, der hier für echte Gefahr hätte sorgen können. Ja, das war alles in allem eher schwach. Leicester war nun schon seit geraumer Zeit hinter einem Spieler her und nun konnte man ihn also endlich verpflichten. Also mit ihm verstärken sie sich in jedem Fall. Das ist ein richtig... Oh, warte, was für eine Chance. Er kann diese Chance nicht nutzen. Ja, aus dieser Entfernung, Wolf, da macht das normalerweise besser. Jetzt kommt der Wechsel. Kampel. André Silva. Oh, da geht er vorbei. Achtung! Stark verteidigt. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Abdoulaye Doucouré. Höfi Sigurdsson. Da ist der Schuss. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. James Rodriguez.
Da kommt der Pass, aber der Verteidiger ist da. Er hat bislang in diesem Spiel doch eine sehr durchwachsene Leistung gezeigt. Wie siehst du das? Also er kann sicher mehr. Bisher spielt er keine große Rolle. Klasse durchgesetzt. Vielleicht die Führung jetzt. Super gemacht vom Torwart. Die Ecke kommt rein. Ui, das war eine gute Möglichkeit. Aber der Keeper hält den Ball. Platz zum Kontern. Klasse Aktion, Ball ist weg. Dani Olmo. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Und Ramez. Gut gearbeitet, er hat den Ball. Konrad Leimer. Dani Olmo. Konrad Leimer. Er hat den Ball gehalten, aber Szene geht weiter. Wir werden heute mit Toren nicht gerade verwöhnt. Endlich der erste Treffer. Ja, und die Freude ist natürlich riesengroß. Schauen Sie sich diesen Jubel an. Wiederholung zeigt uns zunächst die gute Parade, richtig gute Parade, aber der Ball kann nicht geklärt werden und das ist eben gefährlich. Nächste Chance, das ist dann abgebrüht und der Ball ist drin. Sie sind jetzt also in Führung, 1-0. So, was machen Sie draus? Aber dann wird doch nichts aus dieser Situation, Gefahr bereinigt. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. James. Der Ball geht an die Latte. Torgefahr sieht anders aus. Das war nix. Kein guter Kopfball. Aus der Szene müssen sie mehr machen. Es war kein gutes Spiel heute. Konsequenz ist nun diese Auswechslung. Tja, war nicht zu übersehen. Hat eigentlich nie richtig reingefunden in dieses Spiel. Lief nicht. Und deshalb ist jetzt vorzeitig Feierabend. Kampe. Dani Olmo. Ja, das sieht gut aus. Ein guter Block hier. Kevin Kampe. Jetzt können sie es entscheiden. Ah, da hätte er für die Entscheidung sorgen können, aber kein Tor. Ja, den muss er machen. Da wird er sich ärgern. Sie nehmen den Wechsel vor. Setzt die Klasse durch. Da ist die Chance für Dani Olmo. Der ist drin. Sie sind hier überlegen und können ein weiteres Tor erzielen. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch und dann wählt er das kurze Eck. Richtige Entscheidung. Er kann den Keeper überlisten. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. André Silva. Dani Olmo. Gibt's jetzt die Torschuss? Jetzt kann das Tor fallen. Brillant gemacht! Und mit diesem Treffer bestätigen sie ihre sehr, sehr gute Leistung heute. Dass sie als Gewinner vom Platz gehen, daran hatten wir ja auch vor diesem Treffer keine Zweifel. Und mit dem 3-0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Zwei Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Abdoulaye Doucouré. James Amba.
Ball kommt. Da hören wir den Schlusspfiff. Die Gastgeber haben dieses Spiel also gewonnen.